So, meine Lieben, und es geht wieder los mit einer weiteren Folge von mir auf meinem Kanal und für die Alteingesessenen. Ich habe heute mal wieder meine alten Handschuhe an. Ne, die sollen ja nicht in Vergessenheit geraten. Ich gehe hier heute wieder auf diesen Stück Areal Badesee und gucke, ob ich heute vielleicht was Schönes finde. Es nieselt leicht, wie man erkennen kann. Vielleicht hat ja mein Sponsor Lust, mir so einen Regenschutz zu geben. Dann muss ich mir nicht so viel Gedanken über meine Fernbedienung machen, weil sie das wohl nicht so abkann. Aber ich habe meine Kopfhörer auf, stelle die auf jeden Fall auf laut, die Fernbedienung, damit ihr, sag ich mal, diese Töne und so weiter hören könnt. Ich glaube, ich weiß es aber nicht, ob das gewollt ist, beziehungsweise ob euch das wichtig ist. Aber da könnt ihr hier oben mal bei dieser Infobox, wo das I steht, einfach mal raufklicken und sagen, von wegen, ist euch wichtig, dass ihr die Töne hört oder nicht. Ich mache das jetzt heute einfach für euch und dann würde ich sagen, bis zum ersten Signal und Fund. Und ja, sind wir mal gespannt, was heute noch alles so kommen wird. Ich hoffe nicht so viel Pull-Tipps. So, los geht's. So, und da haben wir schon mal den ersten Fund. Ist gar nicht so verkehrt, schon mal die erste Münze. Ich entferne das hier immer alles weg damit. Und es wird höchstwahrscheinlich nur 1 Cent sein. Moment. Na, nein. So, jetzt aber. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal die erste Münze und es ist definitiv nur 1 Cent Eurozeit. Aber es ist eine Münze und das fängt schon mal ganz gut an. Mal gucken, was noch kommt. Bis zum nächsten. So Leute, wir haben hier einmal das nächste Signal. Das einzige Problem ist heute, dass, man sagt schon, dass es hier anfängt zu regnen. Und ich habe wirklich keinen Regenschutz. Deswegen werde ich jetzt einfach gleich mal die Fernbedienung einpacken. Nicht, dass sie jetzt hier irgendwie noch einen Schaden bekommt. Und dann laufe ich einfach nur mit Kopfhörern. Weil angeblich soll das ja, man sagt schon, reichen mit Regenschutz. Okay, da ist es drin. Hier haben wir es noch teilweise wirklich so, dass das gefroren ist. Ja, ich weiß, es ist ziemlich rabiat, aber da ist es. Und es ist nur Aluminium. Guck da. Hier haben wir es einmal Aluminium, macht gute Signale und so weiter, aber ja, ist eigentlich hauptsächlich so das Ding. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Münze. Jetzt werde ich mich hier einmal schön die, ach, sag schon, die Fernbedienung schnappen. So, zack. Und nun bei Bedarf kommt es jetzt einmal raus. Ich packe sie hier oben direkt einmal rein. Also ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, besonders hier oben, wenn ich nochmal so einen Regenschutz bekommen würde. Mal schauen, ob ihr fleißig zuschaut und das erkennt. Da bin ich mal gespannt. Also wenn ich irgendwann mal Post habe und da ist ein Regenschutz für die Fernbedienung drin, dann bin ich echt happy. Ah, weil das ist mir dann vielleicht doch zu gefährlich, ne? Muss ja nicht sein. Okay, gut. Ich habe schon jetzt 3 Löcher gegraben. 2-mal Müll, 1-mal Münze. Das ist in Ordnung. Wir ziehen weiter. Bis zum nächsten, ja? So, da haben wir einmal den nächsten Fund. Und es ist wieder eine Münze. Und man kann es ganz gut erkennen. Moment. 50 Pfennig aus D-Mark-Zeiten. Cooles Ding auf jeden Fall. Ich habe da nochmal ganz leicht die Rückseite. Das Loch ist es gewesen. Ich bin hier einmal rübergegangen. Hier vorne war noch ein Signal. War nur Aluminium. Also uninteressant. Ja, und dann geht das weiter, ne? Es hört nicht auf zu regnen. Das wird nicht besser heute. Ich gebe ein bisschen Gas. Das macht so keinen Spaß. Das hat sich gereimt. Oh mein Gott. Bis zum nächsten. So, meine Lieben. Es ist wirklich so geschehen. Kein Spaß. Ich habe das Signal bekommen. Ich habe einmal umgegraben. Und dann lag sie genau so da. Nächste Münze.
Und wir haben... Na? Eine deutsche Mark. Ich hab das nochmal. Eine Mark. Es fängt schon langsam echt ganz gut an zu regnen. Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch kann. Schauen wir einfach mal. Das kann ja so nicht angehen, dass wir hier uns immer nach dem Wetter richten müssen. Weiter geht's. So, und hier haben wir den nächsten Pfund. Scheinen auf jeden Fall 10 Cent zu sein. Das ist hier so langsam echt eine richtige Schlammschlacht, muss ich sagen. Weil das hört nicht auf mit dem Regen. Da haben wir mal die 10 Cent von vorne. Da könnt ihr es erkennen. Ja, und irgendwie, das wird mit dem Regen echt nicht besser. Also ich packe das jetzt hier, die Münze mal wieder ein. Wenn ich hier mit dieser Badestelle komplett durch bin, was ja noch ein bisschen dauert, dann mache ich eine Pfundzusammenfassung und gucken wir mal, wie viel wir zusammenbekommen haben. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, weil das ist sicherlich schon ein bisschen in der Vergangenheit. Da war am 8. März, habt ihr euch gewünscht, entweder ein Livestream oder ich gehe sonnen. Und heute ist dieser Tag. Und es regnet wie Sau. Boah, ich bin schon richtig klitschnass. Ich mache noch irgendwie einen Pfund oder so und dann war's das. Aber ich hab's euch versprochen und ich halte mein Wort. Also, bis zum nächsten Pfund oder vielleicht sogar bis zum letzten Pfund. So Leute, hier haben wir einmal den nächsten Pfund. Ihr könnt sehen, die Münze ist noch richtig schön drin. Moment. Wow. Tja, das passiert. Ah, von wegen Münze. Ich dachte, es sei eine Münze. Ist nur irgendwie ein Knopf. Neuzeitlich. Da ist nichts mit Münze. Ja, schade drum. Was soll's? Aber ich kann mir halt leider keine Pfunde kaufen. Ihr wisst ja, das Gerücht ging rum. Ich kaufe Abonnenten. Ach Gott, ist es lächerlich. Und tja, Pfunde kann ich mir aber nicht kaufen, ne? Da muss ich mir eben Abonnenten kaufen. Ist einfach so. Okay, ein Knopf. Ich weiß nicht, ob man das hört oder auch sieht. Es regnet. Und so langsam werde ich hier auch echt richtig durchnässt. Das geht gar nicht. Ich muss abbrechen, es tut mir leid. Und dann muss ich eben an den anderen Tag hierher kommen. Mal schauen, wie das abläuft. Oder ich mache irgendwas anderes. Magnetfischen, mal gucken. Oder einfach einen Livestream. Nein, wir machen hier auf jeden Fall immer, wenn ein Sonnenvideo ist, geht es immer um die Schatzsuche. Aber ich muss jetzt hier echt leider abbrechen. Es regnet richtig doll und ich habe vergessen, beziehungsweise ich habe einfach die falsche Kleidung eingepackt. Oder mir angezogen und ja, dann ist das eben so, ne? Okay, wir haben jetzt hier ein, zwei Pfunde gemacht. Hier geht auf jeden Fall noch einiges. Dann ist das eben so. Aber ich demonstriere euch. Es regnet wirklich und ich bin schon richtig nass auf der Birne. Tja, so ist das eben. Das ist hier eine Matschparty. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Tag oder einfach bis zum nächsten Pfund. Haut rein.